Scheiße, falsch getippt. Ich könnte schwören, der hat einen Nidorino. Naja. Oh, wow, wow. Großer Levelunterschied. Deswegen wechsle ich sicherheitshalber zu Pikachu und lass Shiggy nicht kämpfen. Shiggy kann man später verwenden, wenn es ein Shellock ist. Donner Shock. Ach komm. Das ist doch langweilig. Zack. Hä? Das ist gemein. Nein, ist es nicht. Nicht wahr, Pikachu? Was für ein Spasti. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Zwei Pokémon, der hat einen Nidorin. Nein! Irgendein Teenager hier hat doch einen Nidorin. Ich war mir ziemlich sicher, dass es dann der war, wenn es nicht der andere war. Na, egal. So. Jetzt peitschen wir ihn aus. Rankenhieb. Rankenhieb. Ja. Level up für Shiggy. Zubat. Jetzt haben wir ja schon langsam eine richtige Auswahl an Pokémon, die wir verwenden können. Donner Shock. Beiß mein Pikachu, genau. Zack. Level 25. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Auch Pokémon haben Gefühle. Und du hast sie beleidigt, indem du gesagt hast, sie sind schwach. Naja, sind sie ja auch. Versuch dein Glück gegen mich. Spieler. Der hat zwei Quapsel. Da 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 da. Wieser Knosp. Deine Blubber bringt dir nichts. Du kannst jede Attacke einsetzen, die du magst. Außer Hypnose. Zack. Und Level 12. Shiggy lernt, Shiggy levelt ganz ordentlich. Was? Der hat kein zweites. Ein Seba hat das statt ein zweites, okay. Dass mein Rankenhieb überlebt, sowas aber auch. Naja, egal. Verpiss dich, du Arsch. Das Glück hat mich verlassen. Weniger Glücksspiele spielen. Hey, was bist du? Gegen den haben wir schon, jawohl. Nein, noch nicht. Teenager möchte kämpfen. Der hat aber jetzt die Nidorino. Ich wollte Nidorinos sagen, Plural, ne? Aber dann habe ich das Nidoran männlich da gesehen. Ja, nehmen wir mal ein Glutexo. Zack, Geowurf. Keine Vergiftung. Gut. Zack, nochmal. Das ist dafür, dass du mich vergiften wolltest. Nidorino. Die Weiterentwicklung von Nidoran männlich. Egal. Nidorino muss mehr KP haben als Nidoran männlich. Weil es sich entwickelt hat, da kriegt das Pokémon zusätzliche KP.
Diesen Geowurf müsst noch überleben. Na, doch nicht. Okay. Das war schwach. Aber ich liebe die Musik. Die, nicht die, sondern die andere. Eine Ratte fällt mich an. Oh mein Gott. Ja, aber ein guter Gegner für Shigi. Ah, komm schon, Shigi. Greifst du nur mit Blubber an? Oder kannst du auch Aquaknarre mit Level 14? Autsch. Ja. Rückzug, Rückzug. Wieso Knosp hat das niedrigste Level von den anderen? Routenschlag, ja. Das ist für meinen Shigi. Es schmollt jetzt in seinem Pokéball, weil du es gebissen hast. Fühlst du dich jetzt cool dabei? Hä? Okay, dann gehen wir mal nach unten. Den haben wir ja schon, das ist wieder ein Spieler. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Ein bisschen gähnen. Ja, schön für dich, dass du ein Knurrfenser hast. Schön für dich, dass du ein Knurrfenser hast. Nein! Fick dich, du Arsch. Ich mache mal kurz eine Pause, bis gleich. Okay, weiter geht's. Das ist die Wickel-Gift-Taktik, was? Die funktioniert nicht bei mir. Zack, dieser Knosp. Tja, schade, aber Giflor. Dieser Knosp ist ein Gift-Pokémon und kann daher nicht vergiftet werden, du Arsch. Nein! Warum trifft die Tackle-Attacke nicht? Jetzt aber. Scheiß 95 Genauigkeit. So, Level 3 für Shigi. Jetzt bin ich sauer. Bam! Lass meinen ganzen Frust auf Shigi raus. So, Shigi, jetzt wirst du sterben. So, Blubber, nicht Spaß. Wechsel. Glutexo. Ist zwar vergiftet, aber was soll's. Nach dem Kampf tun wir es halt heilen. Wir haben ja ein Gegengift dabei. Zack, verbrenn diese Scheiße hier. Mit dem Namen Myrapla. Was? Hat überlebt? Oh mein Gott. Du bist echt scheiße, Glutexo. Trainier mal deinen Spezialangriff, Junge. Zack, Kratzer. Rot besiegt Spieler. Immerhin hatte ich eine Chance. Gut, jetzt habe ich meinen wo ist die Starttaste bei mir? Ich finde die nicht. Ah, jetzt. So, Gegengift. Auf Glutexo. Und ich mache meinen Safe State. Zack, zack. Und nochmal mein Sicherheitssafe. Mein zweiter, zack, okay. Sicherheit, Safe States. Und hier ist noch ein Spieler. Ich habe noch nie gewonnen. Tja. So ist das eben. Spieler möchte kämpfen. Er setzt ein Fukano. Ach, das wäre ein schöner Gegner für Shigi. Aber Shigi hat so wenig KP, um zu kämpfen. Und den Top-Dragon mag ich nicht einsetzen, weil das lohnt sich ja einfach nicht so richtig. Deswegen wechsle ich es einfach zu Pikachu. Jetzt haben wir noch eine geringe Auswahl, weil wir noch die verschiedenen Typen aufsuchen müssen. Wir haben jetzt eigentlich schon Wasserpflanze und Feuertypen, aber der Wassertyp von uns, der ist noch ziemlich schwach. So, Glutexo.
Deswegen müssen wir ihn verstärken und dann können wir auch gegen Feuer-Pokémon gut antreten. Was? Was? Naja. Ich frage mich, warum die Brille einsetzen. Das bringt dir doch nichts. Zufällige Attackenauswahl bei der KI. Jetzt lernst du Aquaknarre. Was? Faules Shiggy. Lern doch Aquaknarre, du Arsch. Vulpix. Mit Zubulona. Zack. Ich kratz dich. Rot besiegt Gamer. Gamer, das habe ich kommen sehen. Gut, jetzt heile ich mal meine Pokémon. Wir sind wieder in Orania City. Ah, ins Pokécenter. Hey Schlampe! Ich bin wieder hier, aber nicht wegen dir. Heil meine Pokémon! Sonst gebe ich's dir. Fass mein Pikachu nicht an, Bitch! Tschüss! Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Also gut, die haben wir schon nach oben, den haben wir auch schon, ne? Jawohl. Dann ist hier noch einer. Nein, nicht dieses Pokémon, sondern der Trainer. Das hast du falsch verstanden, Ratzfratz. Gegen das man Shiggy noch nicht kämpfen kann, weil Shiggy scheiße ist, bis jetzt. Okay, dann wechseln wir wieder. Auch du wirst eines Tages so stark werden wie ein Bisa-Knasp, Shiggy. Mein blauer Freund. In meiner Klasse bin ich der Beste. Ui, willst du jetzt damit angeben, oder? Oh, ich bin der Beste in meiner Klasse, ey. Voll krass, Mann. Ich habe einen Ratterratz, Mann, und das macht dich voll alle, ey. Ach, leck mich doch, Pikachu. Nicht Pikachu leckt mich, sondern der Gegner. Oh, man. Hyperzahn. Ich hasse die Attacke. Habe ich bis jetzt noch nie eingesetzt, Hyperzahn. Noch nie. Weil ich mir noch nie einen Ratfratz gefangen habe. So, also, ich habe mir schon eins gefangen. Ich habe es nicht so intensiv trainiert. Noch eins. Oh, Mann. Zack. Und Ruckzuckhieb. Eieiei, scheiße. Er hat einen Radikal. Entwickelt sich erst mit Level 20 zu Cheater. So, jetzt greifen wir den Cheater mit Geowurf an. Beiß mich ruhig, ja genau, ich stehe drauf. So, Geowurf. Friss das, du Arsch. Scheiß Ratte, ey. So, Level 27 für Glutexo. Ich muss meine Pokémon sehr mehr trainieren. Hier ist noch ein Spieler. Bisher habe ich noch nie verloren. Laut Angeber hier auf dieser Route. Also in diesem Bereich der Route, ich schwör. Ich schwör! Nee, ich habe Angst vor Finale.
Ich weiß nicht, ob es Finale kann, das wollte Ball. Ich schätze mal nicht, aber ich will jetzt mein Shigi draufgehen und sehen. Deswegen wechsle ich. Und nochmal Angriff mit Geowurf. Ah, das tut mir in meinen Ohren weh. Tschüss, Voltoball. Ein Magnetilo. Mein Onkel heißt übrigens Tilo. Also, hi. Magnetilo benutzt Tackle. Ja. Dann benutze ich Geowurf. Gleiche Spielchen. Also, die Kämpfe sind ja nicht sehr spannend, würde ich sagen. Weil wir immer gewinnen. Erzähle ich euch mal etwas von mir. Also, ich habe jetzt Team Fortress wieder zum Laufen gebracht, irgendwie. Ich kann nur Spiele aufnehmen, wenn Balzo LP reingeht, glaube ich. Ich muss mal nachschauen. Ich habe es mal getestet, ob es auch wirklich nur mit Balzo geht, wenn er reinkommt, dass ich dann reinjoye und dann das dann geht. Aber ich weiß nicht. Ich muss mal schauen, ob es wirklich geht. Und wenn es geht, dann werde ich dieses Play wieder weitermachen. Gut, Angewohnheit. Ich greife Magnetilo immer mit Glut an. Naja, egal. Dann. Dann werde ich mir noch. Shigi lernt Aquaknall mit 15. Nicht schlecht, okay. Dann werde ich noch mein Modern Warfare 3 bestellen. Also, nicht vorbestellen. Ja, doch vorbestellen auf Steam. Kostet 60, glaube ich. Und dann werde ich sogar. Und jetzt playen wir es. Was kommt noch? Dann hat man noch Minecraft. Ja, da will ich jetzt eigentlich warten, bis das bis die Vollversion rauskommt. Und dann will ich das Let's Play neu starten. Weil dann haben wir einfach mehr Möglichkeiten. Außerdem gefällt mir die Position auf dem Berg in Minecraft momentan so nicht besonders, weil da kein Wald in der Nähe ist. Ist klar, aber wir können einen pflanzen, aber dann wird der ganze Berg so aufwendig. Also werden die Bäume total aufwendig zu fällen sein, weil die auf dem Berg sind und ja. Muss ich noch schauen, vielleicht. Ich schaue mir die Welt vielleicht nochmal an und dann denke ich drüber nach. Gut, was haben wir noch? Yu-Gi-Oh! Haben wir noch? Yu-Gi-Oh! Muss ich schauen, ob ich das auf Deutsch finde. Wenn ich es nicht finde, dann werde ich es einfach nochmal auf Englisch mal weitermachen. Da haben wir zwar die Spiegelkraft nicht mehr, aber ist eigentlich egal. Ist auch mein bestes Let's Play bis jetzt. Also ist das Let's Play mit den meisten Aufrufen. Danke damals dafür. Was habe ich noch pausiert? Star Wars kann ich nicht weitermachen, weil der PC einfach zu softy ist, um das aufzunehmen. Also ich habe immer noch keinen neuen PC. Ja, ich bin auch momentan arbeitslos. Also ich muss noch eine Arbeit suchen und dann kriege ich Gehalt. Und mit dem Gehalt kann ich vielleicht sparen und mir einen neuen PC machen. Aber ich will jetzt noch einen Führerschein machen. Das kostet natürlich auch ein bisschen Money. Und ja, also kann das noch sehr lange dauern, bis Star Wars weitergemacht werden kann. Und der Mechaniker ist tot. Das war ein Stromschlag. Ich glaube, das war der letzte auf dieser Route, oder? Scheint so. Gut, dann holen wir uns die versteckten Items. Hier gibt es nämlich eine Menge versteckter Items auf dieser Route hier. Eigentlich nur zwei oder drei, ich weiß nicht. Zwei, glaube ich. Also ein Item gibt's hier. Nein, nicht hier. Das hast du falsch verstanden. Ich will dich nicht hier haben. Du Tauboga. Ui, ui, ui. Ja, Shigi braucht noch ein Level bis zur Entwicklung. Nice. Gut, dann wechseln wir Shigi und holen Pikachu wieder an erster Stelle. Ja, pfff. Zack.
Oh Mann, Pikachu, lern doch endlich mal Donnerblitz mit Level 28. Oder was, 30? Ich weiß das Level nicht genau. Zack. Oh Mann! Ja, geschieht dir recht, Pikachu. Du Arschloch, ich hasse dich. So, Rache für Pikachu, Blutexo. Bitte müfte Geowurf-Attacke. Fick dich, Tauburger. Und fick dich, Pikachu, weil du so scheiße bist. So. Also hier gibt's ein Fluchtseil. Und hier gibt's nichts mehr. Aber es gibt noch ein Item. Ein Hypertrank gibt's hier nämlich. Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Da fällt mir ein, ich muss auf den Soul-Server noch die... also privat bei mir. Die Soul-Server muss ich noch die Trainee auf diese Route machen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich, den Detektor. Also, Rot, hast du 30 verschiedene Pokémon? Ja, habe ich. Mal schauen. Oh, du hast erst 13 verschiedene Pokémon gefangen. Du benötigst 30, um das Geschenk zu halten. Ich suche nach Schlurp. Tausche es gegen Dickdri? Was? Schlurp kann man hier fangen? Wusste ich gar nicht. Aber wenn man hier eins fangen kann, dann muss man das auch... Also wenn man das hier tauschen kann, dann muss man auch eins fangen können, oder? Naja, egal. Holen wir uns erstmal den Hypertrank. Der ist hier. Wo geht's hier lang? Hey du, Fettsack, beweg deinen Arsch hier weg. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Geh weg. Na los, beweg deinen fetten Arsch hier. Weg, du. Relaxo. Ah. Also wir können hier nicht weiter, weil dieses Relaxo den Weg blockiert. Aber ich will meinen Shigi noch entwickeln. Wie viel EP brauchst du noch? 7! Ich lach mich schlapp. Also komm! Greift mich an! Yay! Taubsi! Level 16! Glutexo! Ah, nerv mich nicht, du! Nein! Nein! Ich hasse es! McDonald's, ich hasse es! So, jetzt triff endlich! Wenn die Geowurf trifft, dann haben wir einen Shillock, glaube ich, oder? Ja. Es regt mich jetzt hier auf, hier! Jetzt ist es aber gut! Ich werde hier langsam... Jetzt! Oh, ich raste hier aus! So, Level 16, jetzt haben wir einen Shillock, verdammt! Da 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 da. Yeah. Jetzt ist Shillock stärker. Aber nicht unbesiegbar. So, ab ins Pokécenter. Hey Schlampe, mein Pikachu ist tot. Heil es. Oh mein Gott, wo hast du mein Pikachu her? Du hast es gestohlen. Du verdammte Polen. So, speichern. Warum speichern? Angewohnheit, okay, wir machen jetzt eine Aufnahmepause. So, hier bin ich wieder.
Jetzt müssen wir durch den Diktatunnel. Und zwar müssen wir eine spezielle VM holen. Die gibt es ja in Fatania City. Nein! Rüberfall! Und wir können unser Schiller gleichzeitig trainieren. Wenn wir von Diktas angegriffen werden. Einfach killen mit Aquaknarre. Ja, super. Weh, du setzt Schaufel ein. Oder nee, Diktar kann Schaufel mit Level 19, glaube ich, erst. So. Fünf Schritte und es kommt noch eins. Cool. Hier gibt es auch Diktries, die sind ja sehr selten zu finden. Aber die haben ein sehr hohes Level. So Level Ende der 20er, so 20, 30. Das höchste Level, was ich da gefangen habe, das war 32. So, Blubber. Da habe ich mir auch früher immer eins gefangen und habe dann gegen Major Bob mit einem Diktri gekämpft. Dikta! Aqua. Nein! Schaufler. Na toll. Gut, hättest du nochmal Schaufel eingesetzt, hätten wir ein Problem. Denn alle unsere Pokémon sind schwach gegen Bodenattacken, bis auf Shilock. Level 17. Endlich der Ausgang. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar. Gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Darum kümmern wir uns gerade. Wir holen uns Blitz. Diktas Höhle. Ich konnte schwören, dass es hier hinten mal ein Item gab, aber ich war mir nicht sicher. Naja. Und kommt euch dort bekannt vor? Hehehe, genau. Jetzt sind wir hier. Ich zeig's euch mal auf der Karte. Scheiße, die haben wir abgelegt. Fail. Dann zeige ich es euch hier in dem Haus, der hat bestimmt eine Karte. Und zwar sind wir jetzt hier. Vorher waren wir... Moment, vorher waren wir hier ungefähr. Und jetzt sind wir durch den Diktatunnel gegangen und jetzt sind wir hier. So schnell kann man abkürzen. Ich suche nach Pipi. Tauscht es gegen Pantimos? Nein. Ich habe keins, tut mir leid. In der blauen und roten Villa ein Abra dafür. Okay. Also Diktar, zerschneidet man dann mit diesem Busch hier. Hier ist jetzt was Faules, Faules im Busch. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Könnte ich eigentlich auch ohne, aber das wäre mir viel zu nervig, deswegen hole ich mir den Blitz. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du mindestens 10 Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM5. Hast du 7? Ja, habe ich. Rot erhält die VM5. Mit der VM5 Blitz kannst du selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Gehen wir weiter nach unten. Oh, ein Item. Jetzt finden wir die ganzen Items, die wir vorhin nicht holen könnten. Rot findet Mondstein. Das finde ich eine geile Idee von den Entwicklern hier, die Items hinzumachen. Und dann ist man ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wild drauf zu holen. Und dann hat man den Zerschneider und kann sie auch holen. So. Wir sind wieder in Fatania City. Oi, oi, oi. Hier ist noch ein Zerschneider. Busch. Zack.
Ich bin nur ein...